Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Der Heilige Geist ist Beistand und Tröster. Ja, ich denke, man muss sich da einfach mal reinversetzen in die Lage von den Jüngern damals. Ich meine, die haben zwar mitbekommen, dass Jesus lebt und auferstanden ist, aber ich glaube trotzdem, dass sie noch ganz schön Angst hatten. Ich meine, sie haben vielleicht gedacht, dass sie jetzt die Nächsten sind, die irgendwie gefangen genommen werden, mitgenommen werden von den Römern. Ja, sie haben ja ihre Leitfigur verloren, ne? Derjenige, auf den sie immer geschaut haben, war jetzt weg. Ja, das muss eine totale Umstellung gewesen sein. Stellt euch vor, man konnte Jesus anfassen, ja? Und dann spricht er davon, von so etwas Unfassbarem wie dem Heiligen Geist, den wir nicht mit Händen greifen können. Und Angst, ja, die versteckten sich, die haben die Türen abgeschlossen, verrammelt und verriegelt. Ja, die hatten Angst, dass sie die nächsten Gefangenen sind, der Römer. Da fehlte Mut wirklich. Können wir uns nicht in diese Situation hineinversetzen? Stellt euch vor, jemand ist in einer dunklen Garage gefangen. Allein, einsam, weiß nicht mehr, wann er rauskommt. Der Schlüssel ist weg, der Schalter geht nicht, keine Ahnung. Aber irgendwie kommt er nicht da raus. Es ist dunkel, es ist feucht, es ist kalt, es ist ungewohnt. Und dann, wenn auf einmal das Tor auffährt, und er seine besten Freunde da vorne sieht. Wahnsinn! Ja, und sie dann aufeinander zugehen und sich in die Arme fallen. Was für ein Moment ist denn das? Und so muss es einfach für die Freunde von Jesus gewesen sein. Kapom, lies doch mal bitte aus der Apostelgeschichte vor. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jeden einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Können wir uns das vorstellen? Diese mutlosen Männer? Und Frauen? Also ist Pfingsten im Prinzip ein Mutfest, könnte man sagen. Ja, unter anderem. Aus diesen verängstigten Männern und Frauen wurden mutige Leute, die sich an das erinnerten, was Jesus gelehrt hat. Auf einmal diese Zusammenhänge in der Bibel. Und es ist ein Hörwunder passiert. Menschen aus allen Nationen hörten auf einmal in ihrer Sprache eine Predigt. Die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Wow! Das ist Pfingsten. Ach, so ist das. Jetzt habe ich es verstanden.